Christian Streich das erste Testspiel hier im Trainingslager in Schruns. 4:2, immerhin gegen den griechischen Meister und Pokalsieger, Champions League-Teilnehmer. Wie zufrieden sind Sie? Wir nehmen das Video und dann schauen wir alles an und dann... Und dann arbeiten wir morgen zusammen darüber, dass ich gefreut habe, jetzt wieder spielen zu können und dass sie sehr motiviert sind und dass sie eine gute Arbeitsauffassung haben. Das merke ich jetzt schon seit den Wochen, seit wir arbeiten. Ein paar Sachen fußballerisch fand ich dann ordentlich. Natürlich, wir können in 90 Minuten gehen dann noch nicht. Piräus hat dann natürlich mehr Ballbesitz gehabt als wir. Aber ich bin nicht unzufrieden. Angesichts der Tatsache, dass doch einige neue Spieler jetzt auf dem Platz standen, war das Offensivspiel in der ersten Halbzeit recht ansehnlich. Es haben viele Dinge ganz gut funktioniert im Spiel nach vorne in der ersten halben Stunde. Ja, aber da war Piräus auch dann ein bisschen, hat sehr hoch und sehr offen. Es war dann für uns nicht so schwer, aber wir haben ein paar Dinge gut gemacht. Und sie sind sehr, sehr aufmerksam, wie gesagt. Und schau mal das Video an und arbeite. Aber es gibt jetzt nicht viel zu motzen. Admir Mehmedi hat mit 2 Toren einen schönen Einstand gehabt. Wie waren Sie mit ihm zufrieden ansonsten? Ja, er ist marschiert, er hat gearbeitet. Es geht dann darum, der eine oder andere Weg, er muss da dann noch zu viel machen, weil es dann noch nicht mit der Abstimmung stimmt. Und, aber Admir hat sich gut eingebracht, er wurde aber auch gut eingesetzt von der anderen bei den Toren. Und ja, es sind einige ganz gut gemacht. Mike ordentlich, Christopher Julien, der hat jetzt die letzten 8 Wochen im Trainingslager verbracht. Das muss man sich mal vorstellen. Und hat kein einziges Mal gekickt. Und jetzt hat er heute mal kicken dürfen. Und das siehst du, ist ein Talent. Der ist talentiert. Freuen uns total, dass er da ist. Hendrik Zug macht mal ein Tor. Freut mich auch, weil er sogar gut Pressing gemacht hat. Aber Aussage natürlich. Null Aussagekraft. Wie bewerten Sie den Integrationsprozess der neuen Spieler insgesamt? Ja, es ist ja so, wenn du nach Freiburg gehst, hast du ja das große Glück, dass du umgeben bist von ganz, ganz viel tolle, sozialkompetente junge Menschen. Das heißt, wenn ein Spieler nach Freiburg kommt, hat er es wirklich extrem einfach. Also es ist schon daran zu erkennen, dass nach 2, 3 Tage Spieler dann kommen. Und ich sage ihnen, es ist unglaublich, wie nett die alle sind und wie die mich aufnehmen. Und mit offenen Armen sind ja auch Konkurrenten. Aber das ist bei uns so. Ich habe so viel soziale Kompetenz im Verein und bei den Spielern, dass es den Neuen enorm einfach gemacht wird. Erleichtert diese soziale Kompetenz dann auch die Integration auf dem Spielfeld? Selbstverständlich erleichtert sie die. Ist ja klar. Das ist wie wenn du an einen Arbeitsplatz gehst und alle drehen sich weg im Büro. Oder sie sagen zu dir, komm und ich zeig dir was. Wenn sie sich wegdrehen, kannst du nicht gut arbeiten mit ihnen. Wenn sie sagen, komm, ich zeig dir was, dann bin ich froh, dass du da bist. Das ist überall gleich.